Ja, moin Leute, hier ist wieder euer Top-YouTube-Qualitäts-Content-Creator, Profi-YouTuber mit Herz, das bin ich, Herr Malzahn, hey, willkommen beim Format, Moment mal, wo war der Malzahn eigentlich die ganze Zeit, hier, Drachi macht Videos und Malzahn kommentiert nicht, was ist da überhaupt los, ich glaube, ich spinne, hallo Herr Malzahn, du hast deine Aufgabe zu erledigen, warum machst du eigentlich nichts, du faules Schwein? Also erstmal, fauler Drache bitte, und zweitens, wieso heißt das Format so, nicht sehr nett. Kein Wohlfühlformat für mich. Los Leute, erstmal positive Energie. Flauschige Malzahnumarmung. Ah, wie schön. Wow, wie gut ihr aussieht. Ihr habt euch kaum verändert. Ja, wow. Also, vielleicht mal erstmal zu mir. Es geht hier ein bisschen drauf und drunter bei mir. Und deswegen habe ich mal so eine kleine Pause gemacht. Eher eine Zwangspause. Um es vielleicht mal zu erklären, also ich lebe ja hier nicht alleine, sondern ich habe noch zwei Minimalis bei mir. Der eine ist ein bisschen größer, der andere ist ein bisschen kleiner, aber beide sind unter 6 Jahre alt, also Minimalis halt. Und ja, das ist so eine komische Angewohnheit, ich weiß nicht, die stecken sich immer gegenseitig an und auch mich manchmal und dann, es ist nicht so schön, sage ich mal, es ist nicht so schön. Von Hand, Mund, Fuß über ich muss mich übergeben bis zu Fieber und Husten und Jammern. Es ist sehr viel Jammern dabei. Und die letzten, ja, 2 Wochen, 10 Tage, ja, waren jetzt nicht so schön. Und jetzt ist tatsächlich mal so ein ganz kleiner Spot von 1,5 Stunden, bei dem ich Zeit habe. Und da dachte ich, ja, jetzt mache ich mal was, was überhaupt gar nichts damit zu tun hat. Gehen wir mal zum Drachi. Es ist ja auch so, wenn man sich den Drachi anschaut, dann fühlt man sich selber doch irgendwie wieder ein bisschen besser und denkt, ach, so schlecht geht's mir gar nicht. So schlimm ist es gar nicht, oder? Ah, naja, ein bisschen relativieren. Ja, und zusätzlich stecken wir hier auch gerade im Umzug. Wir werden nämlich umziehen und da bin ich jetzt gerade immer in der neuen Wohnung und ja, bereite da ein bisschen vor, mache die Tapete von Wänden und so. Es ist auch da viel Arbeit. Ja, mal gucken. Mal gucken, wo dann der Herr Malzahn bleibt im Internet. Also wird eventuell ein wenig weniger werden, aber ich werde versuchen, trotzdem noch da zu sein, weil ich das ja auch spannend finde, aber ich muss hier mal meine Nischen suchen. Und dann geht's los, ja. Und wenn ich es dann nicht schaffe, dann kommt halt hin und wieder mal ein Song von mir. Das funktioniert noch. Und dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Hatte ich schon erwähnt, dass ich auch noch eine Arbeit habe? Ach, Leute. Es ist immer ein Zeitproblem. Es ist ein Zeitproblem. Früher als Jugendlicher war es ein Geldproblem. Es wechselte zum Zeitproblem. Auch schön. Ja, das sind zwei meine Probleme, die ich habe. Was hat der Drachi für Probleme? Wir wissen es nicht. Ich weiß nur, er hat ein Video hochgeladen und da geht's um Frauen. Und das ist doch genau mein Thema. Hallöchen, Malzahn hilft doch gerne weiter, wenn es um Frauen geht. Frauen ist mein Thema. Ja, Frauen. Also allgemein Frauen. Was ist sonst passiert im wunderschönen Drachiland? Ja, er hat Ansagen-Videos gemacht gegen Ofi, gegen Mimon. Oh, hätte ich gerne reagiert. Hätte ich gerne mal wieder so ein Hip-Hop-Gedöns rausgemädelt. Hip-Hop-Gedöns rausgemädelt? Hm, ja, okay, kann man so sagen. Ja, es ist einfach ein Zeitding, ne? Na gut, okay, wir schauen mal, wie weit ich da wieder reinkomme, Fuß fassen kann. Und dann schauen wir uns das Video an. Schauen wir es uns an. Wir schauen beim Spiegellord. Oh, er ist der schönste Lord und hängt in meinem Küchenzimmer. In meiner Küche, der Spiegel, Lord. Leute, rein ins Video. Es wird nicht mehr besser ab jetzt. So, bevor er was sagt, sag ich was. Es ist einfach auch schön, dass Drachi wieder da ist, oder? Ich hab dich ein bisschen vermisst, Rainer. Ich hab dich vermisst. So schön wie du ist keiner, mein liebster Rainer. Okay, los geht's. Raini, worum geht's genau im Detail? Wir wollen's im Detail wissen. Schön, dass du uns dich anvertraust. Schön, dass du dich uns anvertraust. Ach, Abfahrt. Hey Leute. Moin. Ich habe mir gedacht, ich würde gerne mal über eine Sache sprechen. Mach mal irgendwie dich lauter. Wir können über deine Tonproblematik sprechen. Du bist zu leise. Oh, okay. Und wir müssen über deinen Bart sprechen, Raini. Bei aller Liebe, bei allem Verständnis. Wenn es um Frauen geht, rasier dir diesen Bart ab, bitte. Hey Leute.
Er hat sein Mikro. Hey, Service Lord. Ich habe mir gedacht, ich würde gerne mal über eine Sache sprechen, die mir heute so spontan durch den Kopf gegangen ist. Mir ist spontan was durch den Kopf gegangen. Diesmal war es nicht heiße Luft, sondern ein Gedanke. Der hatte sich da verheddert. Bitteschön. Und zwar habe ich überlegt, das kommt wahrscheinlich jetzt bescheuert, wenn ich das sage. Es geht um die Weltformel. Werner von Braun. Ja, was ist passiert? Was hast du herausgefunden? Wie man diese ganzen Kräfte miteinander kombinieren kann in einer Formel? Okay, erzähl's. Vor allem, weil ich immer als Sexist und alles gelte, aber trotzdem würde mich die Frage mal durchaus interessieren. Okay, also wirklich, es geht wirklich um Frauen. Frauen, 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 Frauen. Um die Materie Frauen. Okay. Es ist so. Als Mann, die Frauen wollen ja immer Gleichberechtigung. Also nicht alle, aber die meisten. So. Die meisten Frauen wollen Gleichberechtigung. Steile These, mein Freund. Steile These. Ja, okay. Ich habe auch die eine oder andere Frau kennengelernt, die hat auch irgendwas vor Gleichberechtigung. Ja, neumodischer Firlefanz, Drachi. Nicht für uns, oder? Nicht für uns. Vielleicht wollen es auch alle, aber nicht alle wollen das dauerhaft. Man hat schon gleich Bock auf Reini, oder? Der Frauenversteher hat das Wort. Oh, wie schön. Wie schön. Kannst du bitte bei jeder Feminismus-Demo bitte ans Rednerpult? Ich hätte so Spaß. Als nächstes kommt der Frauenbeauftragte, Herr Winkler aus Emskirchen. Bitteschön. Herr Winkler, Sie sind aber eine imposante Erscheinung. Ah ja. Was ich sagen will ist, ich habe mir heute so die Gedanken gestellt, was ist, wenn eine Frau an einem Mann Interesse hat, oder ein Mädchen an einem Jungen, oder wie auch immer, und nicht auf diesen Mann zugeht, obwohl sie Interesse hat. Es ist so surreal, dass er das sagt. Oh, ist das schön, mit Reini über Frauen zu quatschen. Ach, ich habe das Gefühl, Reini, wir sind auf Augenhöhe. Ach ja, ja, das habe ich auch immer das Gefühl. Ich gehe durch die Innenstadt und denke, die könnten mich jetzt ruhig alle ansprechen. Wundere mich auch, dass das keiner macht, ey. Was ist mit den Frauen los heutzutage? Immer Gleichberechtigung, Gleichberechtigung, aber dann der Herr Malzahn geht durch die Straßen und keiner quatscht mich an. Ja, es ist wirklich traurig. Die denken sich ja aber alle, boah, heißer Typ. Vor allem die grüne Hautfarbe, aber wieso sprechen die uns nicht an, Drari? Ne? Was ist da los bei den Frauen? Was ist da genetisch auch falsch gepolt? Ha? Liegt's an diesem 2X-Chromosom? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Die wissen einfach nicht, was wahre Männlichkeit bedeutet, Reini. Da können wir beide aber ein Lied von singen. In meiner hohen Fistelstimme kann ich ein Lied davon singen. Ja, okay, Reini kann seinem tiefen Bariton natürlich was reißen. Weil sie davon ausgeht oder möchte, dass der Mann auf sie zukommt. Wo ich mir denke, ich bin ein Mann, ich stehe auch dazu. Ich bin Mann und ich stehe dazu. Ja, okay, herzlich willkommen beim Selbsthilfekreis der Cis-Männer. Hab aber kein Problem damit, wenn die Frau auf mich zukommt. Habt ihr gehört, Frauen? Es ist okay, ihn anzusprechen. Nicht so schüchtern, hopp, hopp, hopp. Ihr dürft ihn ruhig ansprechen. Er hätte auf jeden Fall kein Problem damit. Reini, ja. Ist das schön. Ich würde auch gerne, nachdem ich das Video geguckt habe, möchte ich gerne mit ihm mal einmal so die Olympischen Sommerspiele angucken und Tipps von Reini einfach hören, was die Athleten besser machen könnten, seiner Meinung nach. Seiner hochgeschätzten Meinung nach. Gegenteil. Für mich ist es so, gerade heutzutage mit diesen ganzen Sachen, wo man immer heißt Sexismus und so weiter, oder es wird immer gesagt, ja, du bist gleich ein Sexist, wenn du irgendwie eine bestimmte Meinung oder so zu irgendwas hast, speziell was Männer- und Frauenthemen angeht. Also, ich sag mal so, wenn du auf der Straße möchtest, dass Frauen dich ansprechen, bist du nicht direkt ein Sexist. Du kannst aber auch die Frauen ansprechen. Also einfach mal ansprechen. Das ist halt die Frage, wie du sie ansprichst, Reini. Der Gedanke an sich, eine andere Person anzusprechen, das ist ein ganz legitimer, schöner, angenehmer, sonnenscheinlicher Gedanke. Menschen kommunizieren miteinander. Ich find's gut, Reini. Ich find's gut. Dann wirst du immer als Sexist hingestellt oder sehr schnell als Sexist hingestellt, obwohl du eigentlich eine ganz normale Meinung zu irgendwas hast.
Ich habe jetzt dieses Bild vor Augen, dieses Bild vom Einzigen. In seinem letzten Video war es, glaube ich. Da hat er einen Ausschnitt gezeigt von einem Gespräch, war irgendein Discord-Gespräch wahrscheinlich, und da war auch eine Frau da. Und die Frau hat gesagt, ich mag gern Kaktuseis. Und dann hat Reini gesagt, ich weiß jetzt nicht den O-Ton, aber so etwas in die Richtung wie, ja, komm doch zu mir nach Hause, ich habe auch Kaktuseis, und wenn das leer ist oder so, ich habe auch was anderes, da kannst du dran schlecken. Und es war so unfassbar unangenehm, diese Aufnahme zu hören. Und ich drehte mich einfach angewidert weg. Oh, jetzt sagt er das auch noch. Und die Frau so, unangenehm, unangenehm, riesiger, unangenehmer Fremdscham-Moment. Dankeschön. Und jetzt kommt er, ich weiß gar nicht, was die Frauen haben immer mit dem Sexismusvorwurf, weiß ich nicht, kann ich nicht zuordnen. Ich verstehe die Frauenwelt nicht. Ja. Oh Mann. Reini, wo bist du vom Lebensbus gefahren eigentlich? Gefallen meine ich, du bist da runtergefallen, als der kam und dann ging es um Frauen. Naja, erzähl doch weiter. Vielleicht kommen wir noch mehr zu mehr tiefschürfenden, greifenden Informationen. Tiefschürfend, ach. Und da gar keinen Hintergedanken auf Sexismus oder so hast. Und dann ist es aber so, wenn eine Frau an einem Mann Interesse hat, dann muss der Mann auf die Frau zukommen. Der Mann muss verstehen, dass die Frau Interesse hat. Der Mann muss die Signale der Frau verstehen. Und dann muss der Mann auf die Frau zukommen. Ja, Reini, das ist aber bei uns beiden, respektive bei dir ganz einfach, weil die meisten Frauen bei dir Interesse haben. Also du kannst einfach wahllos auf irgendeine raufgehen und die wird schon Interesse haben. Da musst du dir überhaupt gar keine Sorgen machen. Es ist einfach, bei dir ist es easy going. Ich zum Beispiel, eine von tausend, sage ich mal. Und auch meistens nur, wenn die irgendwie an Geschmacksverirrung leidet. Du hast ein freies Spielfeld, einfach drauf los angesprochen. Ne? 9 von 10 laufen dir direkt hinterher. Okay, die eine, die verklagt dich dann, aber ey, komm. Wie er sich das ausdenkt im Leben. Reini, unter uns mal. Ah, jetzt mal wäre es schön, wenn alle mal weghören. Reini, ich habe ja das gleiche Problem wie du. Wir sind ja, diplomatisch gesagt, wir sind ja eher schwer vermittelbar. Ja? Das ist ja nicht schlimm. Es gibt ja auch solche Leute wie du und ich. Aber Reini, ja, Reini, es ist einfach nicht die Leute belästigen, ja? Vor allem die Frauen nicht immer belästigen, in Ruhe lassen. Einfach in Ruhe lassen, ja? Du bist nicht der Frauenmagnet, für den du dich vielleicht halten magst. Du bist für Frauen eher so männliche Antimaterie, ja? Wenn du auf eine Frau zugehst, geht die weg. Reini, das ist aber nicht schlimm. Wir müssen unser Los akzeptieren. Ich habe Jahre gebraucht. Oh Mann. Ah ja. Wow, Reini, wow. Es ist nicht bei allen Frauen so, natürlich, um Gottes Willen. Es gibt auch genug Frauen, die auf Männer zugehen. Ja, echt. Aber wie so viele andere Klischees, wie zum Beispiel die Tatsache. Und dann steckt er sich so ein Stiel im Mund. Kennt ihr Lucky Luke? Ich bin doppelt so cool wie Lucky Luke. Ich bin nämlich reiner Luke. Ja, Dass ein Mann. Zum Beispiel die Tatsache, dass ein Mann grundsätzlich halt stark sein muss. Er muss groß sein, er muss stark sein, er muss Muskeln haben. Wie wir zwei, oder? Also bei uns sind die Muskeln versteckt. Bei dir definitiv noch mehr. Och, Reini, du machst es gerade der Frauenwelt auch nicht leicht, dich attraktiv zu finden, ja? Ja, Mann finden Frauen nicht so attraktiv. Habe ich auch mal gehört, in einer Broschüre gelesen. Ja, ich bin da in so einem Club, die anonymen Frauenversteher. Bisher gab es noch keine nennenswerten Kontakte ins weibliche Bereich. In zwei, ach. Im besten Fall diese typischen Klischees. So. Soweit ich bin zurück, das wollen wir nochmal hören. In Gänze.
Es gibt ja auch hier, Reini hat ja auch unterschwellig ein paar Tipps für uns. Groß sein, er muss stark sein, er muss Muskeln haben, im besten Fall ein Waschbrett, diese typischen Klischees. Ach, im besten Fall ein Waschbrettbauch. Warte, ich guck mal bei mir, ist in Arbeit, Freunde, ist in Zeit, es ist aber ein Zeitproblem. So, typische Klischees im Fall von Frau wäre dann natürlich so dieses typische, zimperliche, weinerliche, so ein bisschen, na, das sind nicht Klischees, soll nicht so sein, soll nicht heißen, dass es immer so sein muss. Echt? Ist das Klischee bei Frauen das zimperliche, weinerliche? Ach so, die 80er haben angerufen, wollen ihr Frauenbild zurück. Könnten auch die 60er gewesen sein. Auf jeden Fall die Vergangenheit. Aber das wirkt immer so, ne? Und dann auf der anderen Seite denke ich... Ja, ja, es ist wirklich so. Ganz oft gehe ich durch die Innenstadt und dann stehen immer Frauen da so, Hilfe, Hilfe, ich bin ganz alleine, ich bin so ein Jammerlappen, hallo, warum spricht mich niemand an? Ja, genau. Das erlebe ich ja sehr oft, gerade in Norddeutschland, sehr viele Frauen. Ja, halt so, viele Menschen leben automatisch nach diesen Klischees, obwohl sie eigentlich gar nicht auf diese Klischees stehen. Wir nicht, oder, Drari? Wir nicht, wir brechen aus der Klischee-Schublade. Komm, wir können auch ein bisschen speckiger aussehen, das stört nicht. Und dann frage ich mich immer, wenn ich eine Frau sehe, an der ich Interesse habe... Und jetzt, liebe Damen und Herren, ab jetzt wird's unangenehm. Ja, wenn du eine Frau siehst, an der du Interesse hast. Ja, kommt dann eine Kaktus-Eis-Anspielung, du Schwein. Und bei der ich der Meinung bin, dass sie Interesse hat. Jetzt bist du mir voraus. Du bist von echt? Das gibt's auch? Okay, muss ich einfach länger gucken oder wie finde ich das heraus, dass sie auch Interesse an mir hat? Was ist der Indikator, Reini? Verrat es mir. Ich als Mann, traue mich eine Frau nicht ansprechen. Nicht. Oh, Sensibelchen. Ja, aber komm, einfach mutig ran. Erster Schritt gemacht. Der erste ist immer der schwierigste. Weil ich irgendwie keine Eier in der Hose habe. Jeder. Ja. Vielen Dank. Der weiß, der mich kennt, dass ich durchaus jemand bin, der stark ist und der auch weiß, was er will. Ja. Hier brach das Video ab. Wahrscheinlich hat es sich vor Scham einfach selber abgebrochen. Jetzt kommt Teil 2. Jetzt bin ich nochmal gespannt, jetzt in welche Richtung er weitergeht. So. Ich als Mann. Es ist so schön, wenn Sätze anfangen mit ich als Mann und von Rainer Winkler gesprochen werden. Ja, Reini? Bitteschön. Komm in die Normaleichung, ja? Hab nicht jetzt kein Problem damit, mit Frauen sprechen oder so, weil ich Schiss hab, sondern ich als Mann hab Schiss, eine Frau anzusprechen, weil es sehr oft dann immer gleich heißt, du bist ein Sexist oder irgendwelche Sachen. Heutzutage, eine Frau ist... Eine Frau ist, ja, es ist ganz schmaler Grat. Was ist eine Frau? Ich will hier keine Klischees auspacken, aber eine Frau ist im Groben... Im Groben einfach Verhandlungsmasse, ne, auf dem Bazar. Ich sehe es wie du. Ja, ich sage auch immer hier, Verschacher, kriege ich da noch eine Frau mit dazu? Oder wollen Sie Wechselgeld oder kann ich da noch meine Frau abgeben? Ja, wir sind absolut, willkommen in der heutigen Zeit. Richtig, Drari, sehr gut. Besser dran... Wenn sie sagt, dass ein Mann sie belästigt, als wenn ein Mann sagt, er wird von einer Frau belästigt. Das ist einfach eine Tatsache. Reini, wenn du jemanden ansprichst, dann ist der immer belästigt. Das ist egal. Das ist geschlechtsunabhängig. Wenn du auf jemanden zugehst, ist der belästigt. Das geht mir nur mit Frauen so. Guck mal, da haben wir doch einen Unterschied. Also, Tipp jetzt von meiner Seite an der Stelle. Einfach nicht mehr ansprechen, Reini. Einfach nicht ansprechen. Warten, bis die Frauen von selber kommen. Wenn das Jahre dauert, egal. Eiserne Regel, keine Frauen mehr ansprechen, ja? Wollen wir das? Wir machen ein Jahresprojekt draus. Wir beide sprechen von heute an keine Frauen mehr an. Und schon trauen sich die Frauen wieder auf die Straße. Ach, ist das schön. Endlich jemand, mit dem ich meine Probleme teilen kann. Reini. Und da denke ich mir halt so, oder frage mich halt so, ich habe echt Schiss, eine Frau anzusprechen, wenn ich Interesse an einer Frau habe. Einfach nur deswegen, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Ich bin nicht dieses typische Klischee von einem Mann.
Was soll ich ihm denn sagen, Leute? Was soll ich. Dreini. Es kommt jetzt mal ernsthaft. Es kommt doch darauf an, was du zu der Frau sagst, wie du sie ansprichst. Das ist doch alles. Ich habe in meinem Leben, ich muss überlegen, einmal, glaube ich, bisher eine Frau angesprochen. Ich habe etwa 15 Minuten Überwindungszeit gebraucht, bis ich mich getraut habe, sie anzusprechen. Ist jetzt aber auch schon wieder 12 Jahre her, ne? So, und dann habe ich das gemacht und es war ein ganz nettes Gespräch. So, wir haben einfach miteinander gesprochen. Es war einfach ansprechen. Du kannst Frauen ansprechen, Reini. Es ist wirklich nicht schlimm. Aber überleg dir, wie du sie ansprichst. Einfach nicht plump, nicht dumm, nicht Kaktuseis. So, und wenn du das nicht kannst, dann lass es bleiben. Einfach bleiben lassen. Einfach die Frauen in Ruhe lassen. Ist auch okay. So, die kommen schon von selbst, wenn sie Interesse haben. Glaub mir. Ja, es dauert halt. Und gleichzeitig mache ich mir aber Sorgen und Gedanken darüber, wie ich eine Frau ansprechen könnte, wenn ich Interesse daran habe. Gehen wir mal in das Problem rein. Also angenommen, da kommt jetzt eine heiße Zische die Straße entlang, Reini, und du möchtest punkten, ne? Tipp 1 wäre, dich umdrehen und hinter einer Litfaßsäule verstecken. Tipp 2, wenn das nicht geht, weil keine Litfaßsäule da ist, Bauch einziehen und so ein bisschen Brust rausstrecken. Zack. Dann auf sie zugehen, gehen wohlgemerkt. Versuche nicht deinen tänzelnden Wongelgang. Das könnte sie abschrecken. So, du gehst auf sie zu. Stell dich in den Weg, direkt in den Weg stellen, dass sie nicht weiterkommt. Wenn sie, stell dir mal vor, sie hat was zu essen dabei, dann greifst du ihr einfach ins Essen rein. Das ist wichtig, so ein bisschen forsch sein. Steckst das Essen im Mund und kauend, wichtig kauend, fragst du, na, Schätzchen, schmeckt's? Und ich wette, es kommt eine Reaktion. Da kommt eine Reaktion, ganz wichtig. Und dann lachen. Lachen, Humor hilft immer. Humor entschärft das alles. Lass sie einfach in Ruhe, Rainer, ganz ehrlich. Einfach in Ruhe lassen. Wenn du eine Frau siehst, an der du Interesse hast, lass sie in Ruhe. Ist mein Tipp für dich. Das gibt dir die höchsten Chancen. Ich spreche von mir aus grundsätzlich eigentlich keine Frau an. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Dass du hier mal auf deinen Betreuer hörst, hervorragend. Nicht, weil ich kein Interesse habe, sondern weil ich Schiss habe, dass ich hinterher irgendwie Probleme kriege. Ich bin so erzogen worden, Höflichkeit, Freundlichkeit und so weiter, vor allem zu Frauen. Ach, ist es so? Ist in den letzten Jahrzehnten aber wenig durchgekommen, deine Erziehung. War wohl nicht so nachhaltig. Schade eigentlich. So bin ich erzogen worden. Das ist auch eine Klischeeaktion, aber es ist nun mal so. Das ist bei mir in meinem Kopf ganz tief verwurzelt. Und bei mir hat es aber dafür gesorgt, dass ich eine Psychose, wenn man, ich glaube nicht ganz, dass es schon eine Psychose ist, aber das hat bei mir dafür gesorgt, dass ich so einen kleinen Kollaps im Kopf habe. Herr Dr. Prügelpeitsch, er redet von Psychosen und Kollaps im Kopf. Ja, Reini, wenn man sich ihn anschaut und sein Leben verfolgt, kann man durchaus davon sprechen, dass er Kollaps im Kopf hat. Manche sagen auch ein perfektes Vakuum. Danke. Irgendwelche Prognosen oder zumindest Hilfestellungen? Nein, der Zug ist abgefahren. Danke. Sehr gut. Gut, dass du nicht nach Stundenlohn bezahlt wirst. Oh Mann, oh Mann. Ja, eine Psychose im Kopf. Ach, rein, es tut mir jetzt ein bisschen leid. Was können wir machen? Was können wir machen? Du musst doch zur Therapie. Reini, wir zwei. Wir gucken uns mal so ein paar. Wir können uns doch so ein paar YouTube-Videos angucken, wie man Frauen anspricht. Wie man Frauen klar macht. Ja, und dann werden wir die Profi-Checker. Wir zwei nachts auf der Piste. Reini, ich sehe uns schon. Ich bin dein Wingman. Wir suchen zwei heiße Schnecken raus. Und dann zack, sprechen wir die, aber ansprechen wir die. Haha, du ran, erstmal so als Bollwerk. Ich hinterher so als der kleine Komiker. Ich hüpf auf deinen Rücken so. Machst du Späße? Reini, wir kriegen die alle. Wir zwei. Oh, neues hier. Wing-Team. Ach, egal. Wo ich mir denke, das ist schon ziemlich scheiße eigentlich, weil ich würde das gerne ändern, aber für mich ist in meinem Kopf einfach so, wenn du eine Frau falsch ansprichst, ne? Nicht wenn du eine Frau ansprichst, sondern wenn du eine Frau falsch ansprichst, dann ist gleich wieder das Problem, dass du gleich wieder die Arschkarte hast in Bezug auf, ja, kriegst du gleich eine Anzeige oder sonst was. Ja? Ist das so bei euch? Okay.
Wie krass, oder? In welcher Welt lebt er, wo eine Frau ihm eine Anzeige gibt, weil er sie angesprochen hat? Also das ist mir noch nie passiert. Ich weiß nicht, woran könnte es liegen? Wie viele Leute haben eine Anzeige bekommen, weil sie eine Frau angesprochen haben? Reini, also ich sag mal so, wenn ich eine Frau anspreche und sage, guck mal hier, ich habe einen Meerschweinchen-Account, guck mal, X-Meerschweinchen, da habe ich Videos hochgeladen, schau mal, schau mal, schau mal, zu Hause habe ich noch Kaktuseis, komm doch mit. Ich weiß nicht, vielleicht sagt die Frau dann ja, Anzeige ist am Montag raus, oder sie sagt, ich spreche mal mit deinen Eltern. Ah. Weil die dann mit einer Anzeige drohen. Wir leben in verschiedenen Welten, Reini. Ich kann dir nicht helfen. Ich bin ab jetzt raus. Tut mir leid. Den Fall hatte ich noch nicht. Wow. Ist das verrückt bei dir. Wow. Muss nicht unbedingt hinhauen, ja. Aber es hat sich in den letzten, vor allem in den letzten 10, 20 Jahren, hat sich auch so viel verändert, gerade in diesem Bezug, dass ich als Mann wirklich Schiss habe, eine Frau von mir aus anzusprechen. Wie gesagt, lass es einfach, ja, lass es einfach. So, du bist ab jetzt der Magnet und alle anderen stoßen sich ab, ja? Bitte, bitte, bitte. Denk dran, die männliche Antimaterie ist unterwegs. Einfach in der Innenstadt am besten niemanden ansprechen, sprich einfach mit niemandem. Ganz wichtig, ganz wichtig. Oh Mann, ist das unangenehm. Reini, Reini, Reini. Wow. Jetzt. Weiß ich auch nicht. Was machen wir jetzt, Reini? Ich muss jetzt auch gleich zu meinem Therapeuten. Einfach mal zum Nachdenken. Und er hinterlässt uns mit seinem. Denkt mal drüber nach, Leute, ne? Denkt mal drüber nach. Oh ja, da denke ich jetzt drüber nach. Ich habe heute nichts anderes mehr vor, als über dieses Problem drüber nachzudenken. Ja. Also im Kern verstehe ich, glaube ich, was er sagen möchte. Aber er hat es wieder so seltsam formuliert und unangenehm und ein Problem draus gemacht, wo eigentlich kein Problem ist. Wo wir mit 14, wir Jungs mit 14, ein Problem hatten. Alles gut. Aber irgendwann spricht man doch einfach mal jemanden an. Und wenn man nett eine Frau anspricht, dann kriegt man doch auch eine nette Antwort zurück. So. Und dann sagt die vielleicht, nee, ich habe gerade keine Zeit. So, ne, denkt sich dann eine Ausrede aus. Und dann sagst du, ja, gut, dann schönen Tag noch, tschüss. Das ist doch nicht schlimm. Er macht da immer ein Problem draus. Was ist denn hier los, Reini? Oh Mann. Oh Mann. Wow. Wir nehmen uns jetzt 15 Minuten Zeit, um da jetzt wieder runterzukommen. Musikalisch da was draus zu machen, ist wieder mein, ist meine Aufgabe für heute. Wow, okay. Ich weiß gar nicht, warum ich eine Pause gemacht habe von diesen Videos. Man weiß es nicht. Mal sehen, wie lange er noch seine Zwangspause bei TikTok hatte. Okay, also, Leute, sucht euch ein Kekschen oder ein Plätzchen und dann kommt ihr hier zurück und dann geht's weiter. Ihr wisst es. Musikalische Aufarbeitung zum Runterkommen, besser machen, abschalten, lächeln, schmunzeln und zum Rudelwasser aufsetzen. Natürlich. Es ist nicht einfach. Ich stehe hier allein, blick rüber zu dir. Ich würde so gern in deiner Nähe sein, doch ich zögere hier. Ich frag mich, was soll ich sagen? Ich bin mit mir am Ringen. Es fühlt sich einfach schwer an und scheint nicht zu gelingen. Es ist nicht einfach, als Drachenlord die Frauen anzusprechen. Ich habe Angst vor Ablehnung. Wie kann ich diesen Teufelskreis brechen? Ich habe Angst davor, ausgelacht zu werden. Ich habe Angst vor einer Anzeige. Ich hab einfach nur Angst. Es ist nicht einfach, als Drachenlord die Frauen anzusprechen. Ich habe Angst vor Ablehnung. Wie kann ich diesen Teufelskreis brechen? Ich habe Angst davor, ausgelacht zu werden. Ich habe Angst vor einer Anzeige. Ich habe einfach nur Angst. Einfach nur Angst. Ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, der diese Angst hat.
Doch es fällt mir schwer, diese Unsicherheit abzulegen. Ich will selbstbewusster sein, aber ich weiß nicht wie. Ich frag mich, wie ich's machen soll, mir schlottern schon die Knie. Es ist nicht einfach, als Drachenlord die Frauen anzusprechen. Ich hab Angst vor Ablehnung, wie kann ich den Teufelskreis nur brechen? Ich hab Angst davor, ausgelacht zu werden. Ich hab Angst vor einer Anzeige. Ich hab einfach nur Angst. Einfach nur Angst. Vielleicht sollte ich einfach sagen, was ich denke, was ich fühle. Vielleicht sollte ich einfach ehrlich sein, ohne mich zu verstellen. Vielleicht ist das der Schlüssel, um endlich frei zu sein. Ich probiere es gleich nochmal, aber ich hab schon Dellen. Es ist nicht einfach, als Drachenlord die Frauen anzusprechen. Ich hab Angst vor Ablehnung, wie kann ich den Teufelskreis bloß brechen? Ich hab Angst davor, ausgelacht zu werden. Ich hab Angst vor einer Anzeige. Ich hab einfach nur Angst. Einfach nur Angst. Es ist nicht einfach, doch wahrscheinlich ist es wahr. Ich bin für Frauen schwer vermittelbar. Das war's von mir. Vielen Dank, dass ihr da wart, meine Gäste wart. Ich hoffe, wir sehen uns wieder öfter. Da würde mich das freuen. Und ja, jetzt muss ich leider los. Ihr wisst ja, ne? Freunde von der Disco abholen. Wer kennt's nicht? Also schaut gerne in die Videobeschreibung. Da sind noch viele lustige andere Kasper. Schaut da gerne mal vorbei. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns, wir hören uns, wir freuen uns. Und Mädel off. Mädel, Mädel off. Mädel.